Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Toto aka Thorsten, beim Clan True Warriors. Was hat sich bei uns getan? Bei uns hat sich einiges getan. Wir sind nämlich gewachsen. Ich hatte ja im vorherigen Video schon erwähnt, dass wir ein wenig fusionieren mit ein paar Leuten aus unserem Partnerclan und die Kameraden, Kollegen, Spieler, was es auch immer sind zahlreich in unseren Clan reingejoint und spielen ein CK bei uns mit ein, muss man leider schon gehen lassen. Der war aber auch noch nicht so lange im Partnerclan, haben leider den letzten CK verloren und hoffen aber jetzt in diesem CK mit einem bunten Mix aus alten und neuen Leuten wieder zu gewinnen, um uns in unsere alte Spur wieder reinzubringen. Ich denke mal, das wird uns auch ganz gut gelingen. Ihr seht selber, ich habe meine Twinks jetzt auch wieder hier. Der Clan hat lange genug genölt. Ich habe sie wieder reingeholt, weil der Platz auch da war. Ich war mittlerweile oder kurzfristig mal in anderen Clans mit den Twinks und es hat mir dort auch tatsächlich nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Teilweise war es mir denn als Herzblutclasher viel, viel zu ruhig dort. Und wir können aber mal in den aktuellen Clankrieg reingucken. Kleine Analyse der Dörfer, kurz und knapp, 11 gegen 12. Das sagt eh nicht viel aus. 242 Siege, wir haben auch schon 220 Stück vorzuweisen. Keiner hat den letzten CK gewonnen. Wir haben auf unserer Seite ein RH11 mehr. Ist euch sicherlich aufgefallen, Hawk ist RH11. Glückwunsch nochmal dazu. Und hat auch gleich mehrere RH11er gegen sich, denn der Gegner hat bis zu 8 RH11. Und das ist auch noch ein echter RH11. Hat also, so wie ich das gesehen habe, Adler-Dev und ja, ein bisschen Mauermuffel. Der Rest der Dev ist auch noch nicht wirklich RH10, sondern ich würde eher sagen, so ein kleiner bunter Mix aus RH10 und RH8. Also nicht so tragisch. Im unteren Bereich sieht es dann allerdings schon wieder ein bisschen Mauer aus. Die Kollegen vom Clan gegenüber haben bis zur 18, 19, haben bis zur 19 RH10 und der 30. Saison RH10 mit guten Truppen. Wir haben im unteren Teil nur bis 16 RH10s. Das ist auch noch frischer der FIFA. Danach geht schon los mit Avatar. Avatar muss ich also wieder mal mit einem RH10 rumquälen. Die beiden drunter denn auch. Und die sind auch, man sieht selber, die Def ist fast 10er Niveau. Ja, mit X-Bogen, mit ausgebauten, beziehungsweise 3 X-Bögen auf 4. 2 Infernos auf 3 in der Mitte. Aber Helden nicht ganz so hoch. Die Luft-Def auch nicht ganz so hoch. Da lassen wir uns sicherlich irgendwas einfallen, was wir machen können. Der Rest sieht ganz durchwachsen aus. Unten haben wir diesmal nur 2 Achter mit. Das ist einmal der Barfuß und der Knockout. Und die können sich hier um das RH8 streiten, beziehungsweise können hier sicherlich das RH10 machen mit den 3 Luftdevs. Ist das jetzt nicht ganz so stark, hat zwar eine Queen. Ich würde den fast gar nicht außer Luft machen, sondern würde vermutlich irgendwie einen Go-Vibe anschlagen oder so, weil der Flächenschaden ist ja doch, hält sich in Grenzen, wollen wir mal so sagen. Und ne, das sind ja keine Kanonen, das sind ja Kanönchen. Also ist da sicherlich was machbar, sehe ich ganz zuversichtlich und ich denke mal, das wird ein packender neuer Clankrieg für uns. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, bin selber nicht mit dabei, weil mein King hochgeht. Ich habe gestern den King gestartet auf Level 31 und bin auch schon wieder gut dabei mit 83.000 Dunklen reichlich nachzufahren. Ich hatte allerdings auch 200.000, 144 er gekostet, also ja, ich sag mal, der geht sicherlich wieder sofort pennen, wenn der erwacht, so lange, wie ich dann einen Bauarbeiter frei habe. Ansonsten habe ich gut in meiner Base abgedatet, habe die Bombe hier hinten fertig. Diese hier war es ja, die habe ich jetzt schon auf Max-Level. Und in einem Tag 14, einen Tag 22, also wieder sehr stark am Stück
sind auch meine nächsten Sachen fertig. Ich muss dann, glaube ich, noch eine Kanone machen. Beziehungsweise es geht dann schon in die neue Kanonenrunde. Und die Archer-Tower hatte ich ja schon mal gesagt, die nehmen kein Ende. Wenn ich diesen Archer-Tower hier fertig habe auf Level 12, dann habe ich immer noch einen vor mir. Das ist nämlich dieser hier. Aber dann bin ich hier auch einmal reihum rum. Und dann geht's in die zweite Runde Archer-Tower. Also zweite Runde Kanone, zweite Runde Archer-Tower und natürlich auch zweite Runde Wizard-Tower. Super Sache, bin ganz zufrieden. Farme nach wie vor ganz easy peasy mit Kobolden, Riesen und natürlich meiner 40er Queen. Die habe ich ja jetzt erstmal bis Rathaus 11, bis sie dann irgendwann mal levelt, immer dabei. Und das ist natürlich sehr, sehr cool, muss ich sagen, dass man die so ein bisschen im Rückgrat hat. Gerade wenn man noch hier und da vielleicht am Rand einen Bohrer nicht geschafft hat, so einen dunklen, dann ist die Queen an der Stelle echt immer Gold wert, holt dann noch eben mal den Bohrer raus. Ihr wisst, bei dieser Farm Taktik geht es mir nicht unbedingt nach Pokale. Ich verliere hier auch ganz gerne Pokale, weil ich dann auch nicht so stark abgefarmt werde. Also ich sag mal so in Kristall 1 und Meister 3, da wird man dann schon häufiger angegriffen, auch von guten Truppen. Das Zeug ist natürlich schnell wieder reingefarmt. Das steht außer Frage. Aber nervig ist es trotzdem, gerade wenn man vielleicht im Moment oder so wie ich im Moment nicht ganz so super viel farmt. Ich farme im Moment eher so ab und zu mal, also gucke nicht, wann sind meine Truppen endlich wieder fertig oder stelle mir womöglich noch einen Timer, sondern ich gucke einfach, was habe ich und dann kann ich das sicherlich einmal bespielen. Das heißt, wir machen dann einen Angriff und während ich hier so rede und eigentlich keinen Gegner finde, mache ich mir natürlich schon Gedanken um den CK und um meine RH9-Chars. Wie es da denn weitergeht, auch da sehe ich das sehr zuversichtlich, dass die Helden weiter auf ein 20er-Pärchen gehen und würde sagen, ich mache eben mal einen kleinen Cut, suche hier einen Gegner und dann sehen wir uns gleich, würde ich sagen, wieder. So ist ja eine wirklich blöde Floskel. Also sage ich, hey, wir haben unseren Gegner gefunden. Ich würde sagen, den greifen wir einfach mal an. Da versuchen wir mal das rauszuholen, was geht. Ich weiß, er hat hier Inferno stehen, hat aber für uns, denke ich mal, doch ganz ansehnliche Ressourcen. Hier vorne stehen zwei volle Bohrer. Der dritte steht natürlich da hinten in der Ecke. Das große Fass steht da. Das ist mir eigentlich egal. Wir gehen hier einfach mal mit unseren Riesen jetzt rein. Und dann gucken wir mal, was wir in der Clanburg haben. Dann ziehen wir die auch gleich hinterher. Die ziehen wir hier mal ein bisschen nach. So, die Mauerheinis hinterher, Queen hinterher. Und dann springen wir mal hier so irgendwo rein, denke ich mal. Queen auch hinterher. Und dann hauen wir hier gleich unsere Kobis rein. Die sollen hier ein bisschen für Attacke sorgen in der Base. Das sieht auch noch ganz gut aus, muss ich sagen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was das für Infernos waren, aber wir friesen den hier hinten mal, geben hier nochmal ein bisschen Gas, nochmal mit dem Heil. Ja, da haben wir ein bisschen geholt, jetzt nicht wirklich viel, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Mal gucken, ob wir das dunkle Lager da noch kriegen. Wäre ja ganz schick, wenn wir das noch bekommen könnten. Jo, das haben wir gekriegt. Dunkles ist schon mal auf Null. Das ist schon mal nicht schlecht. Mal schauen, ob wir noch ein bisschen was von dem anderen kriegen. Wenn ich die Queen da hinten schon wieder sehe, da kriege ich immer einen Vogel. Muss ich mal so sagen, guckt euch die Queen da oben an. Mauer um Mauer, okay, da ist dieser böse, böse Bombenturm. Den hätte ich mal besser mit Magiern wegmachen müssen. Und jetzt schießt sie durch die nächste Mauer, weil sie hier hat es doch gerade eine geöffnet. Mann, Mann, Mann. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich denke mal, wir kriegen aber trotzdem noch das eine Lager hier. Mal gucken, der X-Bogen tut uns jetzt nicht ganz so weh und die 192.000, denke ich mal, kriegen wir nicht mehr, mal gucken. Das ist noch der Magierturm und der und die Kanone. Ja, sieht noch ganz gut aus, aber der nächste Magierturm schießt schon wieder auf uns und dann können wir aufgeben, weil gleich der Tesla auf uns schießen wird. Ist in Ordnung, kann man mit leben. Passt, fast 6000 Dunkles, wir haben gewonnen. Super Geschichte, fordern wir gleich auch wieder an.
Und ich habe die gleiche Armee auch wieder nachgebaut und baue auch gleich die Zauber wieder nach. Irgendwie ist mir die Armee ans Herz gewachsen, deswegen trainiere ich die auch gleich nach, allerdings so ein bisschen unregelmäßig. Man kann das leider nicht in den Truppen sortieren, dass man erstmal 10 Riesen will, dann 20 Mauerbrecher und so weiter, sondern man muss die dann leider hier einmal wieder rausnehmen, weil die einfach, glaube ich, nach Truppen, Einheiten sind. Das heißt also, eins nimmt so ein Kobold oder hier auch so ein Bogi, deswegen sind die immer ganz vorne. Und da muss man das ein bisschen anders verteilen, weil wenn man mal zwischendurch ein bisschen was spendet, dann habe ich plötzlich, oder ich verbrauche nicht alle Truppen, dann habe ich plötzlich in meiner Armee 27 Riesen und nur 50 Kobold oder so. Das passt dann natürlich gar nicht, das Verhältnis. Deswegen also x ich die immer einmal raus, sortiere die kurz einmal um und dann geht das hier fröhlich weiter. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht so viel Neues. Ich denke, ich werde wieder ein, zwei Videos vom großen CK machen. Und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Das heißt, zwei Folgen von Clash of Clans kann ich euch jetzt schon fürs Wochenende versprechen. Die werden auch sicherlich länger. Heute kam ja eine Sonderfolge von Clash Royale mit mir raus. Deswegen lasse ich es mal bei dieser kurzen Runde hier. Kleines Dorf-Update, kleines Clan-Update, kurz ein bisschen Gefarme, ein bisschen CK-Analyse. War eigentlich alles dabei. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da. Lasst mir hier einen Daumen nach oben für dieses Video und dann sehen wir uns in einer weiteren Folge. Wenn es da heißt, der Toto clasht.